Hallihallöchen zusammen und willkommen zur ersten Folge der fünften Staffel vom Sammelkartencheck. Ja, die Folgen werden jetzt nicht so regelmäßig kommen wie letztes Mal, da ich ja noch was am Machen bin für euch, was meine Zeit diesbezüglich ein bisschen einschränkt. Aber ich habe mir gedacht, heute nehme ich mir mal frei, was meine eigentliche Arbeit, meine eigentlich Yu-Gi-Oh!-technische Arbeit gerade angeht. Und mache euch eine der ersten Folgen der neuen Staffel. Wer die Liste einsehen möchte, welche Folgen dann alles kommen, also es sind ja wieder 5 Folgen, 5 Karten, die vorgestellt werden, der kann das auf meiner Infoseite tun, auf meiner House of Cards Infoseite, die ist unten verlinkt. Und wir starten mit dem Drachenmeister-Ritter. Ja, ich habe jetzt nicht allzu viel Allgemeines zum Drachenmeister-Ritter, außer dass es eben die stärkste Blue-Eyes-Karte in Bezug auf die ATK und die Def ist. Er hat ja 5000 und war auch damals wirklich die stärkste überhaupt und es ist halt einfach die einzige Hybrid-Karte aus einem Blue-Eyes und einem BLS, die mir persönlich zumindest bekannt ist, beziehungsweise die einzige Fusion, bei der wirklich ein Blue-Eyes und ein BLS verlangt wird. Die Karte ist erschienen im Retro-Pack 2, in der Legendary Collection 3, im Duelist-Pack Kyber, im Duelist-Pack Revival of the Pharaoh und in der Ultimate Edition Promotional Card Series 2. Das gab es nun in den USA und eben aus Japan in GB7. So, wir fangen wie immer mit dem low-raresten, wenn man es mal so sagen mag, Exemplar an. Und das ist der Drachenmeister-Ritter aus dem Duelist Pack Revivals of the Pharaoh. Wert beträgt in etwa 20 Cent, ist also wahrscheinlich in etwa so viel wert wie dieser Toploader hier. Und ja, da haben wir bedauerlicherweise erst ein Exemplar, weil das Duelist Pack Revivals of the Pharaoh ist eigentlich fast komplett an mir vorübergegangen. Und ja, dementsprechend habe ich halt nur tatsächlich eins von denen. Selbiges gilt auch für unser nächstes Exemplar hier in Super Rare. Aus der Legendary Collection Deutsch First. 7 Euro wert ist auch bloß eins da. Ich hatte früher mal mehr, aber damals habe ich noch anders gesammelt und habe ein paar vertauscht, leider Gottes. Sonst hätte ich jetzt ein Playset oder ein bisschen mehr. Na, es ist echt erstaunlich. In meiner Sammlung finden sich teilweise die wertvollsten Karten unendlich oft und dann kommen solche Karten, die habe ich dann halt teilweise nur einmal oder keinmal. Aber sowas soll es auch geben. Aber wie gesagt, die wird auch noch des Öfteren hier reinkommen, höchstwahrscheinlich. Nehme ich doch mal an. Hoffe ich doch mal. Gut, weiter geht's mit der Ultra Rare und zwar der aus diesem besagten Pack UE02, also dem Ultimate Additional Promotion Card Series 2. Die sind in Ultra Rare, genau wie die aus dem Duelist Pack und sind natürlich auch eine günstige Alternative, denn die gehen in etwa 2 Euro das Stück, also nicht besonders viel. Und sind halt auf Englisch, aber abgesehen davon sind sie eigentlich wie die Duelist Pack Kyber Varianten. Ultra Rare, sehr, sehr schön gemacht natürlich. Und davon habe ich mir hier 3 Stück auf jeden Fall zugelegt. Richtig, richtig cool. Schwupps. So, tun wir das ein bisschen rüber. Genau, ein bisschen runter. Ist immer eine. So. Gut, weiter geht's mit den Ultras aus dem Duelist Pack Kyber. Die sind alle deutsch und alle First. Die sind schon ein bisschen teurer, die gehen ungefähr 13 Euro das Stück. Ist also nicht zu verachten. Sind aber natürlich auch ein schönes Sammlerobjekt, ja. Das ist auch was für Sammlungen, die jetzt nicht unbedingt darauf aus sind, extrem High Rare zu sein, sag ich mal, extrem seltene Karten drin zu haben. Klar, es ist jetzt nicht die häufigste Karte, aber sie ist halt so bezahlbar auf jeden Fall noch. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das eine unbezahlbar seltene Karte und dementsprechend auch für mittelmäßig wertvolle Sammlungen absolut zu gebrauchen, auch für den kleinen Geldbeutel. Es ist einfach eine Karte, die extrem episch aussieht. Ich persönlich würde eventuell noch eine japanische Ultimate-Version davon feiern. Ghost Rare jetzt nicht unbedingt, das ist glaube ich nicht so die Seltenheit für die Karte, aber eine japanische Ultimate Rare oder vielleicht mal irgendwie einen deutschen Ultimate Rare Print in irgendeinem OTS-Pack oder sowas in der Richtung, was es natürlich niemals geben wird, wäre einfach übertrieben nice. So, jetzt kommen wir zu dem Bulldog, der an meinem Fenster vorbeifährt. Super, versau mir den Sound. Gut, also zu den Prismatic Secrets aus Japan, aus GB7, die sind nochmal ein Stückchen wertvoller. Da geht eins in etwa 15 Euro. Ich hatte ursprünglich 4 und habe eins auf eBay verkauft. Auch bedauerlicherweise, da ich damals eben noch in Ordnern gesammelt habe, was natürlich meinen Platz sehr eingeschränkt hat. Mal gucken, ob ich mir noch ein paar von denen ranhole. Maximal noch 3 Stück.
Den Rest möchte ich eigentlich eher mit Retro-Pack-Secrets vollmachen, weil von denen habe ich erst relativ wenige. Um genau zu sein, habe ich von denen erst zwei, die jetzt kommen. Und von denen ist einer sogar nur Spanisch. Ihr wisst ja, normal sammle ich nur, nur Englisch, Deutsch oder halt Japanisch. Aber die Karte ist halt dermaßen selten und war in der Sammlung mit dabei, dass ich mir gedacht habe, okay, die behältst du auch. Obwohl sie Spanisch ist, obwohl sie eigentlich nicht in dieses Muster fällt. Sie wird wohl irgendwann, wenn ich genügend habe, entweder verkauft oder meine private Sammlung übergehen. Aber bis dahin wird sie jetzt erstmal hier Bestandteil bleiben. Ich habe auch hier noch eine englische natürlich. Oh Gott, von wem war die? Ich glaube, von Michael war die. In Secret Rares Retro Pack. Und bei der spanischen habe ich jetzt gar nicht nachgesehen, was sie wert ist. Aber die englische, Freunde, geht mittlerweile 260 Euro. Ich habe, als ich sie gekauft habe, 126 dafür bezahlt. Also habe ich auf jeden Fall mit der extrem Plus gemacht momentan. Und ja, so viel zum Drachenmeister-Ritter. Die nächste Folge müsste der BLS sein, der Black Luster Soldier. Es ist sogar passend zu der Karte. Wann die kommt, weiß ich nicht. Ich bin, wie gesagt, gerade am was. Ja, ich will es jetzt nicht leaken. Ich habe es letztens im Interview mit Julio schon geleakt. Ich will es jetzt hier nicht nochmal sagen, aber ich mache gerade was. Was eine Überraschung auf jeden Fall wird. Und es braucht noch ein paar Monate, bis es fertig ist, auf jeden Fall. Viel Arbeit. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge Neuzugänge. Ich krieg richtig, richtig coolen Stuff, der für die nächsten 6 Folgen Neuzugänge reicht. Das sind nämlich, ich glaube, 5 Preiskarten. Also eher Preis-Promokarten eben, wie Chimera und so weiter. Und eben ein paar Extra-Karten noch dazu. Und ihr wisst, diese ganzen Preiskarten-Promos werden ja von mir, die bekommen alle eine extra Folge sozusagen. Und dementsprechend wird es eben 6 Folgen geben. Deswegen richtig cool, haben auf jeden Fall Stuff für die nächsten Wochen. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Und bis dann, macht's gut und haltet die Ohren steif.